zusammen, ihr seid mal wieder bei der autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Und heute haben wir euch was ganz Gelbes, was Zitronengelbes, würde ich ja fast sagen, mitgebracht. Aber Suzuki nennt diese Farbe beim Suzuki Swift Sport Champion Yellow. Passt ja nicht ganz gut zu einem sportlichen Auto. Das Auto ist 3,89 Meter lang, also so ein subkompaktes Automobil, würde ich sagen. Sehr sportlich. Der Name Suzuki Swift Sport sagt es ja schon. Er hat hier einen schönen sportlichen Motor eingebaut. Ich werde gleich noch drauf eingehen. Und natürlich passt dazu auch diese sportliche Anmutung mit den Carbon-Teilen. Aber es sind natürlich keine richtigen Carbon-Teile, sondern es ist eine Carbon-Anmutung. Ihr seht es da zum Beispiel schon hier mit der Carbon-Lippe, mit diesen Carbon-Teilen hier im Kühlergrill oder im Element des Kühlergrills. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal noch weiter zunächst mal das Auto an, rein optisch. Wir werden natürlich auf den Antrieb eingehen, auf die Fahrleistung, wir werden ein Stück fahren. Also alles, was ihr von uns gewohnt seid. Von vorn, wie gesagt, sehr sportlich, LED-Scheinwerfer, übrigens auch LED, natürlich LED-Rückleuchten. Und dieses Champion Yellow kostet übrigens keinen Aufpreis. Auch das ist ja wichtig zu wissen, alle anderen Farben kosten Aufpreis. Der Swift Sport ist ab 23.800 Euro zu haben und dann kommt eigentlich auch nichts mehr dazu, wenn man die Farbe Yellow wählt. Die anderen, wie gesagt, kosten etwas mehr, 550 Euro mehr. Und wenn man das Dach in einer anderen Farbe möchte, kommen 880 Euro dazu. Aber ansonsten gibt es nichts dazu, weil schon das meiste eingebaut ist. Auch da werden wir zu diesem Preis mit drin ist. Auch darauf werde ich noch eingehen. Also ein schickes Auto. Mir gefällt dieses Gelb wirklich gut. Man fällt damit auf wie ein bunter Hund. Aber es passt zu dieser sportlichen Anmutung. Geh mal ein bisschen an die Seite vielleicht. Kannst vielleicht gerade mitgehen. Hier kommen wir dann auch zu weiteren Carbon-Optik-Elementen mit dieser Seitenverkleidung hier unten. Und natürlich auch schöne Alus, auch die im Preis mit drin, 17 Zoll Alus, die wunderbar zu diesem Design passen. Überhaupt so das Gelb in Abrundung zu diesem schwarzen Körper hier, der hier hinten auch noch ausläuft zur Heckscheibe. Also richtig schön. Hier an der Tür seht ihr den schwarzen Punkt. Das bedeutet hier, man kann draufdrücken und das Auto öffnet sich dann. Also Keyless Go ist auch in diesem Preis beinhaltet. Was ich auch schön finde bei dem Swift, dass hier hinten der Griff, der Türgriff integriert ist in die Optik. Auto sieht also aus, als wäre es ein coupéhaftes Auto, weil es eben so wunderbar integriert ist. Ja, und auch hier setzen sich diese Carbon-Optik-Elemente fort. Hier der Diffusor, angedeuteter Diffusor selbstverständlich, mit den integrierten fetten Endrohren. Diese Optik gefällt mir hier besonders gut, wenn man so tief sitzt hier, wie wir jetzt mit der Kamera. Und dann von hinten drauf guckt, die Reifen stehen, die Räder stehen relativ weit außen. Also es hat eine richtig schöne sportliche Anmutung. Ja, das ist meine Lieblingsperspektive bei diesem Suzuki Swift Sport. LED-Schlussleuchten und hier erkennt man auch, was für ein Motor drin ist, nämlich ein Mild Hybrid. Swift Sport, übrigens der normalen Swift, gibt es ab etwas über 17.000 Euro. Auch da seht ihr natürlich einen Unterschied. Aber kann man wirklich nicht vergleichen. Während der andere eben ein Kleinwagen ist, ist das ein sportlicher Kleinwagen. Und er beinhaltet eben zu dem Preis von 23.800 eben unglaublich viel Ausstattung. Das muss man einfach mit berücksichtigen. Dann schauen wir doch bei der Gelegenheit, wenn wir schon hier am Heck sind, in den Kofferraum. Hier kriegt man 265 Liter unter, wenn die Rücksitzlehne so steht, wie ihr sie jetzt seht. Kannst du ein bisschen rein filmen. Der Unterschied ist hier, schaut mal, da geht es, ich würde sagen, gute 20 cm nach unten, bedeutet, ja, muss man sich ein bisschen runterbeugen. Ergonomisch nicht perfekt, aber dafür ist das Volumen größer. Und wenn man dann, ich mache mal an der Seite auf und klappe die Rücksitzbank mal um, zumindest dieses Teil hier, so, dann seht ihr, da kommen jetzt deutlich Volumina dazu. Auf der anderen Seite auch übrigens, das lässt sich auch leicht, damit ihr das seht, von innen machen. So, und wenn man das alles umgeklappt hat, jetzt nehme ich nochmal diese Kofferraumabdeckung raus, schaut mal, es geht auch sehr leicht, wie ihr gesehen habt,
dann kommen wir hier auf 947 Liter Gepäckraumvolumen, also eine richtige große Menge. Es ist zwar kein ebener Raum, das fürs Einladen für ein großes Stück ein bisschen schwierig, aber wir haben es auf einer längeren Fahrt probiert, haben es mal richtig vollgestopft und muss sagen, da kriegst du richtig viel unter. Allerdings ist die Zuladung begrenzt. Dieses Auto hat ein Leergewicht von knapp über 1000 Kilo, 1095 meine ich, und man kann dann etwa 430 Kilo dazuladen. Also das muss man natürlich berücksichtigen. Übrigens, 5 Personen dürfen hier mitfahren. Schaut mal, diese Sensoren hier sind für die Parkassistenten. Wenn hinten zum Beispiel hier Querverkehr kommen würde, stellt euch vor, ihr fahrt rückwärts, hier kommt hinten Verkehr, ein Fahrradfahrer, ein Auto, was auch immer, dann erkennen diese Sensoren hier dieses Objekt und bremsen notfalls automatisch ab. Das ist eine, wie ich finde, sehr wichtige Sicherheitsfunktion. Aber das Auto hier hat im Preis beinhaltet eben auch noch eine Rückfahrkamera, also doppelt und dreifach gesichert. So, jetzt habe ich die Kopfstütze mal hochgefahren, damit es ergonomisch sinnvoll ist. Ihr seht, mit meinen 1,86 berühre ich ganz leicht die Decke. Also die Kopffreiheit ist nicht riesig, aber mit 1,86 noch in Ordnung. Was auch schön ist, übrigens, das sieht man auch innen, wir haben hier auch im Preis beinhaltet eine Privacy-Verglasung, also ein abgedunkeltes Glas. Sieht natürlich vor allem in diesem schwarzen Rahmen, der hier ja außen diese Szenerie beherrscht und im Kontrast zu den gelben Farben sieht es richtig toll aus. Und zudem ist es natürlich auch noch sinnvoll, wenn die Sonne scheint wie heute. Ich habe den Vordersitz jetzt mal so ein bisschen weiter nach vorne geschoben, wie ich ihn mir einstellen würde. Also das muss man berücksichtigen, das Auto ist eigentlich kein Auto für 5 Personen. Es sieht zwar aus, als hätte ich jetzt hier viel Beinfreiheit, aber wenn ich den Sitz so weit zurückstellen würde, wie ich es mir vorn bequem einstellen würde, ja, dann wäre es etwas zu eng. Ich würde sagen, das Auto ist perfekt für 2 Personen, denn dann hat man eben auch sehr viel Gepäckraumoptionen. Für 4 Personen, 5 Personen geht es mal kurz, würde ich sagen, für die kurze Strecke. Aber ein schönes Auto für ein Paar oder für eine Einzelperson, denn dann hat man wirklich viele Optionen fürs Gepäck. So ein paar Worte will ich auch verlieren zu dem Sitzbezug hier. Wenn man so mit der Hand drüber fährt, das fühlt sich ziemlich nach Kunststoff an. Nicht sehr angenehm. Die Sitzbank an sich ist bequem, aber diese Oberfläche, naja, da will man nicht wieder so richtig dran fassen. Im Innenraum insgesamt eben schwarz, passt wunderbar zum Außenambiente. Mir würde noch gefallen, wenn der Dachhimmel hier nicht weißlich-gräulich wäre, sondern eben auch schwarz, wird deutlich besser aussehen. Ja, und ansonsten sind da so ein paar rote sportliche Elemente in dem schwarzen Bezug mit eingearbeitet. Das ist schon okay. Die Anmutung vom Kunststoff hier, ja, das ist jetzt, sagen wir, eine mittlere Qualität, ist nicht extrem hochwertig. Die Armauflagen hier sind relativ schmal, aber nochmal, das Auto ist eigentlich für mich, in meinen Augen, ein Auto für Einzelpersonen oder eben für Paare mit vielen Optionen. Dann kriegt man wirklich deutlich mehr unter. Wie gesagt, wir haben es probiert. Jetzt habe ich mal auf dem Fahrersitz Platz genommen. Übrigens wunderbare Sportsitze, auch die gehören zum Leistungsumfang. Da steht dann auch hier, ihr seht es jetzt nicht, wir blenden es noch am besten mal ein, Sport drauf, damit man auch weiß, dass es Sportsitze sind. Die geben einen schönen Seitenhalt und sind aber nicht zu hart. Das Auto ist ja auch versehen mit, apropos zu hart, das Auto ist versehen mit einem Sportfahrwerk. Wir sind einige 1000 Kilometer damit gefahren, muss sagen, es ist nicht zu hart. Also das kann man gut ertragen, auch als Mensch, der über 40 ist. Also ansonsten schönes sportliches Fahren natürlich, aber darauf werde ich gleich noch eingehen. Vielleicht zunächst mal zur Optik hier innen. Schaut hier, Start-Stopp-Knopf, das außen schon erwähnt. Schalten wir das Teil mal ein, machen wir das Gebläse auf 0, damit es uns nicht so stört. Ihr hört den Motorsound, ein schöner Vierzylinder, aber auch den auf diesen Motor werden wir, wie gesagt, beim Fahren noch eingehen. Hier rote Elemente, Hochglanzeinlagen hier, die dieses sportliche Ambiente gut unterstützen. Und diese roten Elemente finden sich auch hier in der Armaturentafel wieder. Ist alles übersichtlich. Links und rechts ein analoges Instrument, in der Mitte eine einstellbare digitale Funktion und man kann hier eben durchklicken, alle möglichen Informationen, die für den Fahrer interessant sind. Da kann sich jeder aussuchen, was für ihn in dem Moment
wichtiger ist, ihr seht, ich klicke jetzt einfach mal so durch. Und hier seht ihr zum Beispiel auch den Batterieladestand, denn wir haben hier ja einen Mild-Hybrid. Und der Mild-Hybrid-Antrieb, der speichert Energie und über einen Elektromotor gibt der dann in der Anfahrphase, in der Beschleunigungsphase eben dann Energie ans Auto weiter, sodass man mehr Drehmoment zur Verfügung hat beim Starten. Und so werden dann diese 129 PS auch sehr sportlich empfunden und ein Drehmoment von 235 Newtonmeter Drehmoment in der Summe ist deutlich besser als beim alten Swift, beim 2018er Swift, der ein Drehmoment von 230 hatte, aber noch etwa, wenn ich mich richtig entsinne, 10 PS mehr hatte. Also diese Mild-Hybrid-Unterstützung mit diesem 48 Volt Mild-Hybrid-System ist hier ganz sinnvoll und trägt natürlich auch dazu bei, dass die Verbrauchswerte zurückgehen. Ich kann schon mal verraten, wir haben das Auto wirklich ausführlich bewegt, auch längere Autobahnabschnitte, nie allerdings schneller gefahren oder kaum schneller gefahren als 130. Und dann haben wir über die Testphase mehr als 14 Tage hinweg einen Verbrauch von 6 Liter, exakt 6 Liter notiert, was ich für einen Benziner 1,4 Liter für ein Auto dieser Größe für einen guten, für einen günstigen Verbrauch halte. Suzuki gibt 5,6 Liter als WLTP-Verbrauch an. Von daher bei den Tempi, die wir gefahren sind, also nicht zurückhalten, nicht auf Verbrauch, Verbrauchsminimierung hin orientiert, ist das wirklich ein sehr, sehr, wie ich finde, ein sehr guter Wert, mit dem man gut leben kann, der die Kosten des Fahrens mit dem Swift Sport in Grenzen hält. Ja, dann schauen wir uns das an. Hier in der Mitte 7 Zoll Touchscreen, Einbindung des Smartphones übrigens möglich, drückt man hier drauf. Und wenn man dann das Kabel angeschlossen hat, habe ich jetzt nicht, kann man hier die Darstellung aus dem Navi hier und andere hier auf den Bildschirm spiegeln. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, den CarPlay und Android Auto, was hier beides integriert ist, bietet. Denn dann hast du einfach diese genauen Daten aus dem aktuellen Verkehrsgeschehen, die du dann auch im Navi hier siehst und brauchst nicht irgendeine Navi-Software verwenden, die eben vielleicht nicht ganz aktuell ist. Also großer Vorteil. 7 Zoll, wie gesagt, ausreichend groß. Darstellung, Aufbau, intuitiv würde ich sagen, überhaupt kein Problem. Hier das Verstellen der Lüftung, ihr hört es jetzt. Lüftung geht hoch, dann hier Außenluft abschalten und hier die Modi für die Ausströmung der Luft. Ihr seht es, hier verändert sich es jetzt. Ja, dann hier rechts eben die Temperatureinstellung, ohne dass man die genaue Temperatur digital hätte. Hier Klimaanlage ein- und ausschalten. Übrigens ist eine Klimaautomatik. Ich habe euch Unsinn erzählt. Natürlich sieht man hier in der Mitte die genaue Temperatur, die eingestellt ist. Hatte ich vergessen, aber so ist es halt im Leben. Man wird alt. Die Anmutung insgesamt vom Armaturenbrett ist jetzt nicht hypermodern, sondern eher ein klassischer Aufbau. Aber ich finde das durchaus als Mensch, der wie gesagt über 40 ist, sehr angenehm, dass man das alles sehr leicht bedienen kann und nicht in irgendwelchen tiefen Bedienmenüs suchen muss, bis man weiß, wo man was macht. Also ergibt sich alles sehr logisch. Was haben wir hier noch? Das Multifunktionslenkrad. Hier mit der Möglichkeit, hier noch den Spurhalteassistenten einzustellen. Ihr seht es vielleicht hier, ist es jetzt aktiviert, wobei wir den Spurhalteassistenten probiert haben. Naja, das ist ein bisschen gefummelt, der piepst sehr oft und sobald man das Lenkrad loslässt, will er dann wieder, dass man das Lenkrad fasst, sehr schnell sogar. Und es reicht ihm manchmal nicht aus, wenn man nur dran fasst, sondern man muss das Lenkrad richtig drücken, damit er kapiert, ja, die Hand ist wirklich am Lenkrad. Hier die Funktionen fürs Telefon, die man natürlich auch über Apple CarPlay, Android Auto integrieren kann ins System. Also man telefoniert mit dem übers Auto-Audio-System. Und um es nicht zu vergessen, die 6 Lautsprecher, die hier serienmäßig verbaut sind, bringen richtig satten Bass. Das ist mir aufgefallen. Ich habe mit dieser so ein bisschen gespielt und es war ein ganz ordentlicher Sound. Gut, die Höhen, das ist keine extrem hochwertige Anlage, aber der Sound war richtig klasse, was den Bass angeht vor allem, hat mir gut gefallen. Hier die Einstellung für den ACC, also für den Abstandsregeltempomaten, der funktioniert gut.
Es ist schön, dass es im Grundpreis hier schon beinhaltet ist. Wer das mal gewohnt ist, mit dem Abstandsregeltempomaten zu fahren, der will das nicht mehr missen. Es gibt kein kabelloses Laden, also man muss das Telefon übers Kabel ans Auto anschließen, nur dann wird es geladen. Hier unten ein USB-Anschluss und hier eine klassische Dose noch. Ansonsten Sitzheizung, für mich immer wichtig, im Winter möchte ich darauf nicht verzichten. Auch die Sitzheizung ist im Leistungsumfang beinhaltet. So, und jetzt haben wir euch schon mal die Motorhaube geöffnet, damit ihr diesen Booster-Jet seht. So ein bisschen in die Technik gucken kann ja immer mal interessant sein, auch wenn man natürlich nicht alles erkennt. Wie gesagt, es ist hier ein neues Aggregat eingebaut, das eine Mild-Hybrid-Funktion beinhaltet, also ein Elektromotor, der den 1,4 Liter Turbo-Benziner unterstützt, insbesondere beim Anfahren, beim Beschleunigen. So kriegt man mehr Drehmoment gerade am Anfang hin. Übrigens die Beschleunigung 8,2 Sekunden in etwa von 0 auf 100, 210 Stundenkilometer Vmax, also Höchstgeschwindigkeit. Und dieses Mild-Hybrid sorgt eben nicht nur dafür, dass man schneller beschleunigen kann, dass, obwohl man nun weniger PS zur Verfügung hat als beim alten Swift, hat man trotzdem eine entsprechende Beschleunigung und auch entsprechend günstige Verbrauchswerte. Das ist das Reizvolle an diesem System. Also die Energie wird genutzt in einer Batterie, gespeichert. Ich will jetzt gar nicht auf diese Leistungsdaten der Batterie eingehen. Das ist ja auch nicht so wichtig, denn die Funktion ist das Wichtige. Also der Elektromotor unterstützt hier den Benziner und sorgt dafür, dass bei weniger Verbrauch eine entsprechende Leistung zur Verfügung steht. Das ist, finde ich, interessant. Für die, die es interessiert, ein 48 Volt Bordsystem, 129 PS, die übrigens über ein 6-Gang-Schaltgetriebe, beim normalen Swift ist es nur ein 5-Gang-Schaltgetriebe, auf die Straße übertragen würde. Ich würde mich freuen, wenn es für den Swift Sport auch noch ein Automatikgetriebe geben würde. Es gibt für den normalen Swift ein CVT-Getriebe, aber das wird hier nicht angeboten. Ich denke, wenn man sieht, welche Konzerne inzwischen alle sich entschieden haben, keine Schalter mehr anzubieten, wäre das zumindest eine Option, hier noch eine Automatik anzubieten. Am liebsten natürlich ein Doppelkupplungsgetriebe, weil es eben zu diesem sportlichen Charakter des Suzuki Swift Sport besonders gut passen würde. Ja, und da würde ich sagen, fahren wir ein Stück. Ja, ich habe ja schon erwähnt, dass wir hier fahren mit einer Mild-Hybrid-Unterstützung. Das ist das eigentlich Neue an diesem 2021er Suzuki Swift Sport. 1,4 Liter Benziner wird also hier unterstützt von einem Elektromotor, der eben dafür sorgt. Jetzt, ihr seht es, schaut mal die Beschleunigung hier. Es geht schön ab, eben dann beim Anfahren, beim Beschleunigen richtig schön vorwärts kommt. Es macht Spaß, man sitzt in diesen Sport sitzen wirklich sehr, sehr gut. Auch das Lederlenkrad hier, auch das gehört zum Umfang dieser Suzuki Swift Sportausstattung, liegt gut in der Hand. Man kann schön mit den Daumen hier durch, da oben ist Lenkrad so ein bisschen dicker. Seitenhalt ist richtig toll hier in diesen Sportsitzen. Die Oberfläche, ja, das Sitzbezug ist, an den gewöhnt man sich, das ist jetzt nicht entscheidend. Und ansonsten die Beschleunigung, die Daten möchte ich vielleicht an der Stelle nennen. 8,2 Sekunden von 0 auf 100 und 210 Stundenkilometer Spitze, die wird man zwar selten brauchen, aber macht durchaus Freude so. Das 6-Gang-Schaltgetriebe liegt klasse in der Hand. Die verschiedenen Gänge lassen sich sehr leicht einlegen, völlig unkompliziert, und trotzdem würde ich ein Doppelkupplungsgetriebe vorziehen, denn dann spart man sich dieses Kuppeln und kann sich auf den Verkehr konzentrieren. Heute ist die Technik für den Doppelkupplungsgetriebe und für einen modernen Automaten so gut, dass man eigentlich nie mehr schalten muss. Das ist am Schluss noch eine Frage des Preises bzw. der Preisgestaltung. Die Funktion hier am Lenkrad, das ist alles, liegt schön in der Hand. Mit den Daumen kann man hier diese Reset- und Einstellmöglichkeiten eben für den Abstandsregeltempomat nutzen. Lautstärke mit dem Daumen hier links, die Infotaste hier auch. Also
alles intuitiv, leicht zu bedienen, macht Freude. Der Sound im Innenraum ist in Ordnung, es ist nicht zu stark gedämmt, erwartet man auch gar nicht, so kriegt man von diesen Turbomotörchen ein bisschen was mit. Und ich muss sagen, selbst auf der Autobahn bei höheren Tempi 130 überhaupt kein Problem. Fühlt man sich zu Hause, fühlt man sich gut aufgehoben. Das Fahrwerk, das Sportfahrwerk, was hier verbaut ist, ist nicht zu hart. Also ich empfinde es jetzt nicht als knochenhartes Sportfahrwerk, sondern das ist so ausgelegt, dass man durchaus im Alltag gut damit zurechtkommt. Natürlich spürt man die eine oder andere Querfuge, aber insgesamt muss ich sagen, wenn man das mit anderen sportlichen Autos in dem Segment vergleicht, ist dieser Suzuki Swift Sportklasse abgestimmt. Was mir halt gut gefällt ist, durch diesen Mild-Hybrid-Antrieb haben wir eben auch die Situation, dass wir günstige Verbrauchswerte haben. Das ist in Zeiten, wo das Benzin wieder über 1,50 oder im Bereich von 1,50 kostet, kein unwesentlicher Punkt. Also ein Benziner, der nicht so viel braucht, 6 Liter im Schnitt auf unseren Testverbräuchen, finde ich wirklich angemessen und noch erträglich. Ja, das ist es. Man ist mit diesem Auto übrigens sehr unabhängig. Also man kriegt eine ordentliche Reichweite hin, auch wenn der Tank, eben durch den geringen Verbrauch, auch wenn der Tank mit 37 Litern so ein bisschen klein ausfällt. Aber das Ganze geht natürlich immer auch auf, also ein höheres Tankvolumen bedeutet mehr Gewicht, bedeutet am Ende eben dann auch wieder einen höheren Verbrauch. Aber ich würde mal so sagen, 500 Kilometer schafft man in etwa mit einer Tankladung, also wenn man 1000 Kilometer fährt, zweimal tanken, das ist doch, oder einmal tanken beim Starten und dann nochmal dazwischen, das ist doch völlig in Ordnung. Und auch die Preis-Leistung hier mit den 23.800 Euro, mit den ganzen Assistenten, Müdigkeitsassistent, ihr seht es da im Spiegel, Totwinkelassistent, Abstandsregel, Tempomat, alles im Preis mit drin. Es ist alles da, man kann alles nutzen. Für diese 23,8 bekommt man einfach ein komplett ausgestattetes Auto. Ja, dann sind wir schon wieder beim Fazit angelangt. Was lässt sich zusammenfassend über den Suzuki Swift Sport sagen? Mir gefällt dieser subkompakte, kleine Sportler. Er bietet viel. Er bietet eine sportliche Anmutung, ein ordentliches sportliches Fahrempfinden und eben auch sehr viel Nutzwert. Großes Gepäckraumvolumen, insbesondere dann, wenn man das Auto eben nur zu zweit nutzt oder allein. Das ist für mich die Vorgabe. Ich würde das Auto nicht für die Familie nutzen, es sei denn für die kurze Strecke. Dafür ist es einfach zu kompakt, zu wenig Platz hinten vielleicht, wenn man es zu viert oder zu fünft nutzt. Aber zur Not geht das mal. Ansonsten der 3,89 Meter lange, 1,48 Meter hohe Suzuki Swift Sport hat uns über die 14 Tage hinweg richtig viel Freude gemacht. Es ist ein geringer Verbrauch für einen Benziner. Es ist eine sportliche Optik. Man fühlt sich wohl innen drin. Es ist so, dass es jetzt kein hochwertiges, kein luxuriöses Ambiente ist. Es ist ein gebrauchsorientiertes Ambiente. Und ich würde sagen, für 23.800 Euro bekommt man, wenn man all die Assistenzsysteme, die Ausstattung betrachtet, die hier verbaut ist, wie gesagt, man kann neben der Farbe eigentlich gar keine Optionen mehr wählen, ist alles mit drin. Man kriegt ein komplett ausgestattetes Auto mit Müdigkeitswarner, mit Stauassistent, mit Totwinkelwarner, was habe ich alles vergessen, keine Ahnung. Also es ist sehr, sehr viel drin, so viel, dass ich es sogar vergessen habe. Eine gute Innenausstattung, eine schöne Optik mit den Carbon-Optik-Elementen. Also ein Auto, das uns gerade in dieser Farbe, in diesem Champion Yellow, besonders gut gefallen hat. Zuverlässig sollte es auch sein, dafür steht ja auch Suzuki. Man hat ja auch Technik verwendet und man verwendet ja bei Suzuki inzwischen auch viele Toyota-Elemente. Also das ist alles, spricht alles dafür. Ein Auto, mit dem wir uns wohlgefühlt haben. Ja, dann herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten euch interessante Informationen vermitteln und es fehlt euch nichts am Ende. Falls ihr Kritik habt, hinterlasst sie gerne. Aber noch mehr freuen wir uns natürlich über ein Like, über ein Abo, über die aktivierte Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, wenn wir wieder was Neues zu berichten haben. Ansonsten, falls euch die 23,8 mal so ein bisschen zu viel sind, überlegt mal, ob ihr auch leasen könntet. Nullleasing.com ist eine Firma, die hier seriöse Leasingangebote macht, die aber auch wirklich günstig sind. Also schaut mal bei nullleasing.com
vorbei. Ansonsten passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Friedbert.